So, ich suche hier gerade nach Wasser. Denn mal wieder habe ich zu wenig Lebensenergie. Das hier kann ich leider nicht benutzen, auch wenn es ganz offensichtlich Wasser ist. Aber es ist wohl nicht heilig genug. Das hier dann höchstwahrscheinlich auch nicht. Überhaupt nichts von den Wasserfällen, denn Wasser ist ja nicht gleich Wasser. Da gibt's das Sauerstoffreiche und das nicht wasserstoffreiche Sauerstoff. Wasser mit Wasserstoff. Ungewöhnlich. Versuchen wir jetzt trotzdem nochmal hier durchzukommen. Auf gut Glück. Ja! 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 Ich komm durch. Das beim ersten Versuch. Dahinter muss irgendwas sein. Nicht nur ein Artwork. Das ist. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Ich soll da wahrscheinlich hoch, ne? Das sind Konstruktionen, Leute. Also, ich würde sagen, das sind Konstruktionen. Moment, wie soll ich jetzt da nach oben? Ach so, ja, natürlich. Über die Wand hier. Und dann mit einem beherzten Sprung. Und dann aber rüber. Habe ich es geschafft. Was ist das denn Schönes? Das muss ein Lebensupgrade sein. Und es bringt uns um. Ja, mein erster Lebenscontainer. Woo! Ich hab aufgepasst. Feiert mich. Sind die Fallen jetzt deaktiviert? Bitte. Ach, so sieht das aus, wenn ich mir Lebenskraft hab. Okay, das wird einfach so rumgeschnörkelt. Okay. Also, wie sehen die Fallen jetzt aus? Das hat sich doch gelohnt, also freue ich mich. Sogar die Stachelfallen. Die hätten mich jetzt immer so richtig schön ins Boxhorn jagen können, aber zum Glück nicht. So, es wäre es natürlich schön, wenn wir nicht sterben. Vielleicht war dieser Punkt auch ein Checkpoint. Ich will es nicht ausprobieren. Verfehlt, versuch's nochmal. Drecksack. Thank you. Denn der wüsste, dass er mir hier einen riesigen Gefallen tut. Ein richtiger Checkpoint. Meine Güte. Spielst heute richtig gnädig, wenn es mal nicht unfair ist. So. Neuer Spielstand. Dann machen wir auch direkt mal weiter. Was macht das? Senkt die Plattform. Die wird da allerdings nicht ewig bleiben. Mir, dachte ich mir. Okay, Zeitreduktion. Ich sehe schon. Ich muss niesen. Muss niesen! Was soll ich nur tun? Vielleicht niesen. Gut. Das wäre die Sache. Das war total lustig, dass er seinen Kollegen traf. Mensch, also ich kriege mich nicht mehr ein vor lauter Lachen. Gut, dann wäre der eine tot. Was habe ich denn da gemacht? Und auf jeden Fall habe ich gewonnen. Das ist die Hauptsache. Kann ich den Dicken auch von hier aus? Ich glaub's ja nicht. Nee. Soll ich wahrscheinlich auch gar nicht. Was macht dieser große, fette, fiese Stein hier überhaupt? Irgendwas zerquetschen? Vermutlich. Hurra, mein Lebenscontainer hat mich quasi gerettet. Was genau soll ich jetzt hier machen? Gibt's hier irgendwas? Eine Leiter gibt's hier.
Wo führt uns denn besagte Leiter hin, oben auf den Stein, der hier aus irgendwelchen Gründen herumbaumelt? Und dann... Ach so. Das war geplant. Dankeschön. Fasst er sich an den Kopf. Ich hab ihm schon wieder geholfen. Ich dödel Dumpidepp. Dumpidödel Dumpidepp. Kann er ein bisschen nach oben werfen? Ich hoffe nicht. Ich würde ihn nämlich gerne mal schauen, wohin wir jetzt überhaupt müssen. Doch, dort sieht gut aus. Hat mich jetzt allerdings irritiert, dass wir über das Fenster gelaufen sind, aber gut. Das sind ja Fenster da vorne. Dann passt das ja. Fenster. Gitter. Moment mal, hier waren wir doch schon. Ah, natürlich ist er in einer Zeit. Natürlich waren wir hier schon mal. So, und da ist auch diese komische Stelle. Mit diesem komischen Tor. Ich bezweifle allerdings, dass man da wirklich rein kann. Ah, nein, das war gar kein Secret. Das ist tatsächlich ein Mechanismus. Da konnten wir gar nicht weiter. Ich habe hier also nichts verpasst. Einen Moment. Alternativ konnten wir doch auch nach hier unten links, wo jetzt allerdings nichts mehr zum Ranhangeln ist. Das war falsch herum. So, und damit setzen wir jetzt wahrscheinlich das Rad in Betrieb. Gell? Also, ich hoffe es. Ah. Und dieses Ding wird am Ende die Welt zerstören. Aber ich hatte quasi recht, die Platten müssen unten sein. Komisch, in der Vergangenheit sahen die nach Holz aus. Waren wahrscheinlich auch Holz. Sweep. Swoop. Gut. Ja gut, wir kommen doch ganz gut voran. Denke ich. Also, müsste. So, kann man sich wahrscheinlich hier nach unten ranhangeln. Und so ein bisschen fallen lassen. Einfach mal fallen lassen. Genau. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, in welche Richtung möchte ich genau? Links sieht nicht gut aus. Nehmen wir mal die andere Richtung. Hui, hui. Das kann ich den ganzen Tag machen, wenn ich nicht kotzen müsste. Sehr gut. Ich mag diese Sprungpassagen. Dafür war Prince of Persia immer bekannt. Die sind jetzt nicht so super herausfordernd. Es braucht manchmal ein bisschen Timing. Ach, und das Ding muss er jetzt auch wieder zerstören, ja? Gut. Nicht für mich, danke, ich hab schon. Au. Ich habe keine Beine mehr. Ich habe keine Beine mehr. Verdammt. Nieder auf den Boden mit euch. Nein, nach wie vor werden sie ihre Sätze nicht so wirklich. Diese blöden Hunde. Gut, die Hunde können nichts dafür. Der Typ wirft einfach mit Hunden unten. So ein Raudi. Lass das. Ich habe kaum noch Lebensenergie. Das wird sich garantiert wieder zu einem richtigen Problem entwickeln. Zum Glück haben wir Sandcontainer. Mehr Sandcontainer als je zuvor. Und mit diesem Lebensupgrade wären wir schon längst tot. Ohne den. Meine Güte. Ohne das Lebensupgrade. Oder habe ich das gesagt? Ich weiß nicht mehr. Beantwortet mir das nicht. Gut. Dann kommen wir jetzt am besten. Gibt es auch hier wieder. Ja, da gibt es eine Leiter. Leider eine Leiter. Mit der Leiter springen wir auf die Leiber und es fällt mir nichts mehr ein. So, das Ganze sieht jetzt ein bisschen repetitiv aus. Aber zum Glück ist ja die ganze Angelegenheit gespiegelt und daher ist es was völlig Neues. Außerdem war es für die
die Leute, die das Ding hier damals bauten, halt einfacher. Wenn das einfach nur gespiegelt bauten. Das wollte ich jetzt nicht. Ja, dann mussten sie sich nicht umgewöhnen, sondern konnten das Ganze so im Akkord parallel bauen, beide Seiten. Wenn es jetzt für euch Sinn ergibt. Na, da hat doch noch der letzte Teil so ein bisschen geklemmt. So. Hier rüber ist es wirklich genau das gleiche. Gut. Ich will wissen, was es am Ende macht. Wahrscheinlich ist es einfach nur eine Wasserschleuse oder so etwas, was völlig einfaches. Irgendwas Profanes, um mal mit komplizierten Worten um sich zu werfen. Oder es befreut. Es erfreut den Satan. Es befreit den Satan. Aha. Das war alles? Dann kommen wir hier durch. Und auf der anderen Seite waren wir schon, ne? Ja, genau. Die beiden Seiten sind ja spiegelgleich. Moment. Ich würde gerne hier... Warum springt er nicht? Hä? Moment. Danke. Manchmal will er einfach nicht. Hey, neues Artwork. Schauen wir uns am Ende vielleicht mal an. Wirklich nur auf der Seite? Was gibt es denn auf der anderen? Nichts. Auch gut. Also wir sind noch nicht wirklich an einem Lebenscontainer vorbei. Wir kommen später auch noch wieder in die Haupthalle. Es ergibt sich schon von selbst. Denn wir waren ja zuvor in einem anderen Gebiet. Wo ich dann einfach meinte, jo, da gehen wir jetzt doch nicht hin, sondern schauen uns mal um, wo wir jetzt hier hinkommen. Weil ich ein Secret erwartet habe. Was dann kein Secret war. Sondern halt der gesamte Abschnitt, in dem wir uns hier gerade bewegen. Holy, das war knapp. Wo ist der Typ überhaupt? Ich sehe nicht. Aber ich habe Angst, gegen ihn zu kämpfen. Das mit dem bisschen Lebensenergie. Aber da gibt es ja auch so Mittel und Wege, ne? Nee, das war jetzt irgendwie nicht richtig. Moment. Und zwar, okay, den muss ich sagen, den Hinweis fand ich ganz gut. Einfach dann auf seinem Rücken die Zeit verlangsamen, dann hat man eigentlich alle Zeit der Welt. Ja, ich muss zugeben, der Hinweis war gut. Ich habe zwar nicht drum gebeten, aber er war gut. Und es ist so mal ein direkter Hinweis. Zu verlangen, dass ich die ganze Anleitung lese, um das Spiel zu verstehen, was ich mir eh nicht merken kann, ist bescheuert. So rein theoretisch könnten jetzt natürlich... Moment. Würdest du bitte rennen? Danke. Der nächste Savepoint war ja hier, richtig. Mein Gedächtnis ließ mich nicht im Stich. Das bedeutet... extra Schluck deswegen, okay. Extra Schluck wegen dem Lebensupgrade. Ich würde eigentlich speichern. Rechte Maustaste ist also abbrechen. Ah ja, interessant. Wollte ich zuvor noch irgendwas sagen? Bestimmt wollte ich irgendwas sagen. Aber ich hab's vergessen. So viel zu meinem grandiosen Gedächtnis. So. Jetzt aber. Ja, jetzt stell mal deine Kiste mit explodierenden Hunden weg und... Wo kommen die überhaupt her? Siehst du, die Kiste ist sowieso leer. Du gegen mich. Im Kampf um Leben und Tod. Gladiator. Ja. Mal sehen, ob er mich auch nur einmal erwischt. Man weiß es nicht. Ist ein Circle Strifen. Funktioniert in vielen Spielen ganz gut. Ups. So, dann ich glaube Aktionstaste. Nein, ich weiß nicht, welche Taste das war. Wieso wird mir jetzt nicht geholfen? Vom Spiel meine ich natürlich.
Verflucht. Ich dachte, das wäre ihre Aktionstaste. Oder was? Springen? Wir probieren einfach mal alles aus. Der Typ hat eh keine Chance, sobald ich die richtige Taste finde. Hui! Mist, der hat mich getroffen. Aber jetzt auch nicht so viel Schaden gemacht. Das war auch nicht so wirklich. Passt. Na gut. No damage Challenge. Nicht geschafft. So, probieren wir mal genau das mit etwas Glück. Sollte das doch ausreichen. Wow, das funktioniert ziemlich gut. Wenn ich gerade Mist baue. Natürlich der letzte Stich. War ja klar. Aber er geht down, da geht er down. Und hopp. So, das aktiviert. Dieses hier. So, wir brauchen Howard. Huch! Entschuldige! Howards First Demise. Sorry, ich hoffe, das hat keine negativen Auswirkungen auf unsere Freundschaft. Bist du mir böse? Ich hoffe nicht. Verschwinde.